So. Stimmt, wir sind jetzt auf dem Flugzeug. Wasser, Toilette. So eine kleine Kabine. Oh. Spiegelboden mit blinkenden Hoden. Bier, 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 Wasserhahn. Oh. Alles zum Heilen benutzen, was wir gerade finden können. Hallo? Frachtraum? Hallo, Frachtraum. Schönen guten Tag. Haben Sie Fracht für mich? Bisschen Raum. That's the last one. Good work. Ich will da ran. Ich will das da drin haben. Das ist also Ladungssicherung on point, würde ich sagen. Das ist gar kein Problem. Schmeiß einfach rein in den Riesenraum, stellst es auf die kleinste Fläche, sodass es auch nicht umkippen kann. Alles richtig gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Counter-Strike gerade hier. Stani! So öffnet man Türen noch im Flugzeug. Easy. Neun neun null fünf. Und da war ein Zahlenpad dran. Da. Woo! Oh. Okay. MP-Schild, ballistischer Schutz. Yeah. Aber auch wieder aktuell aktivierbar und nicht dauerhaft aktiv. Nee, gab es im Resident Evil Film auch zwei unterschiedliche Kapseln mit zwei unterschiedlichen Farben, einmal blau und einmal grün. Ah, das war bestimmt der Schlüssel für die Tür gewesen, die ich weggesprengt habe. Privatsphäre braucht hier keiner. I surrender. What? Easy now, Agent. UNATCO has a policy against killing unarmed prisoners. We have much to learn from each other. We're assuming control of the airfield. The vaccine will be returned to the international authorities. Don't you want to hear why your brother came over to our side? He makes his own decisions. You know he wouldn't betray UNATCO without a reason. Good work. Now finish the job. He surrendered. He's an unarmed prisoner. UNATCO policy protects him. Terminate the prisoner, Agent. If you are too afraid, you are ordered to return to base on Manderly's authority. There is a helicopter waiting. If you know something, just tell me. The question you've got to ask, I'm surprised you haven't, is the obvious one. Who am I? Who made me, and for what purpose? UNATCO has briefed me on my augmentations. Get to the point. Return to base, Agent Denton. I will handle this. Your parents were murdered precisely because they could have told you the correct answer to that question. That's a pretty big claim. You didn't have parents.
The ones you knew were employees. You were made by a cabal of technophiles so crazed for power that they would control not only governments and people, but the chemistry of our bodies as well. Leave us, Agent. Now. I have the command. Sounds like a picture-perfect description of the NSF. Think bigger, Agent. Think global. You have disobeyed a direct order. Do you think it's an accident that the cure for the global plague is owned by a single corporation, and that it's kept so secret that only the tabloids dare print a story suggesting it exists? The supply is limited. That doesn't mean there's a conspiracy. But where does that corporation manufacture the cure? And where did your brother uncover the information that brought him over to our side? Go on. I can tell by the expression on your friend's face that she knows where I'm heading. Yunathko is completely correct to think that Tracer Tong will soon understand Ambrosia. He was the one who was going to receive this shipment. Why tell me all this? I've said nothing that Yunathko won't find on this plane's computer. But here's the secret. This is what Paul was so interested to hear from Tracer Tong. Manderly will be disappointed in your insubordination. Whoa! Okay, das ist sehr schnell eskaliert gerade. Aber jetzt ist der Dude tot. Wir laden das mal. Vielleicht können wir das machen, dass wir... I saren. What is worse? Don't he make you? Good work. He surrendered. Terminate. If you know, you know. Return. Your. That's a. You didn't leave. I have the command here now. Watch it. All this blood has ruined my crown. Okay, ich kann sie nicht vorher töten. Das geht nicht. I surrender. Mal warten wir kurz ab. Good work. Now finish. If you know some, you know that you. I have the command here. Sounds like a pick. You, do you? There's a. But where? Go on. Okay, erledigt. I guess Paul must have convinced you. All right. We're alone. If you have proof of a conspiracy, let's hear it. You're the proof. You and Paul. When you get back to Yunathko, pay attention. Something's not right. You're really working for a group of conspirators called Majestic 12. You expect me to believe there's a group of people powerful enough to control the United Nations? The UN and Yunathko are just a couple of their tools. Ja, das ist eigentlich jetzt schon, wahrscheinlich hätten wir jetzt ihn töten können oder quasi, wie jetzt in meinem Fall, sie. Und anscheinend läuft das so, es gibt ein Unternehmen, was dieses Ambrosia herstellt, und das Ambrosia ist nichts, was Leute irgendwie schadet, sondern das Gegenmittel für diese komische Seuche, die hier überall ausbricht. Und es ist sehr begrenzt, anscheinend hat da jemand einen Daumen drauf, dass das nicht so in Massen produziert wird, dass sehr viele Menschen davon etwas erhalten können, um geheilt zu werden. Sondern nur die, die genug Geld haben. Und die Organisation hier wollte anscheinend davon 1, 2, 3 Kanister wegschaffen, um die Inhaltsstoffe von dem Zeug zu analysieren und es zu reproduzieren. Jesus, JC, that was Agent Navarre. She was out of line there about the execution, but oh my God, Manderly will have you shot. We have to erase the log files. I don't like this, but I'll protect you this time. I guess you have to stand up for what you believe. Oh, mein Hacker-Dude ist auf meiner Seite, alles klar. See to the helipad. We know your brother was here. He is gone, but we will find him. Back to pad, back to the helipad.
Flugzeug. Hallo. Ihr Bums, bin back. Yo, Leute. Die werden abgemurkst. Okay, warum hat er wieder Loot? Hast du auch wieder Loot? Nee, du hast Körper. Patsch. All clear, sir. Alles klar. Roger, Roger. We've disabled the security grid. Das ist voll schön. Das war jetzt eine interessante Entwicklung. Hätte jetzt nicht gedacht, wie sowas auf uns zukommt hier. Cartoon? Ja, wusste ich. Ist ja auch schon relativ alt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Super Mario Super Show fand ich auch super. Mario Super Show, super. Ich fand ich auch richtig super. Vor allem, dass dann ja auch Charaktere wie Zelda und Link mit dabei waren in manchen Folgen. Ich glaube, in späteren Staffeln. Das war schon ziemlich cool. Sonic the Hedgehog war auch cool. Ja, der richtig, der alte, aber auch nur mit. Das war auch super. Es gab ja irgendwie immer. Es gab ja nochmal so zwei, drei Remakes oder Neuauflagen. Die wirkten ein bisschen creepy. Genauso wie Mega Man, da gab es eine alte Variante von, die war super geil, und dann gab es eine neue, die war irgendwie so, nee, warum? Mandalay has assigned me the peacekeeping occupation. Standard procedure, it appears. I'm sure we can count on you. I want to be the one to execute Lebedev. Yeah, well, there was shooting on the 747. I didn't see what happened. Maybe Anna beat you to it. I will investigate. She might need backup. Hey, about my brother. A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. At least we have one of you left. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath to the Coalition. Er sieht aus und richtig kaputt aus, der Typ. Walter told me about Paul. It's true. Paul's been working for the NSF. This is gonna shake up the Coalition, JC. I don't know if you realized how important your brother was. The Coalition will recover. I'm not so worried about the Coalition. UN officials will probably get involved. You'll have to keep your head down if you're gonna come through this in one piece. Sure you're ready to head back to base? I'm ready. Let's move out. Back to base. Back to our hometown, back. Oh yeah. Fly me to the base bei diesem wunderbaren Nachthimmel. Dünne Treffen kann ich nicht. Manderly wants you to stop by his office. Don't sweat it if he chews you out. I think you made the right decision by not killing Lebedev. Don't worry. Manderly calmed down when he heard they picked up Lebedev. Weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine gute Entscheidung war, ja schon zurückzugehen oder hätten wir noch was anderes machen sollen, aber bei der andere hat ja auch gesagt. Jetzt soll ich ihn sofort sprechen, ich gehe erstmal runter zum Doktor. Ich gehe mir erstmal heilen und lasse mir das neue Zeug einimplantieren hier. Sollen wir Ruhe lassen? Then what'd you do?
I chased them into the building. Weren't you scared? A little, but when I'm wearing this helmet, I've learned to set aside the instincts of a civilian and be completely professional. They had assault guns. Tactically, I had the advantage. It was important to act before the situation changed. How you troopers do it, I can't imagine. Da läuft noch was. Schnickseli, schnackseli, schnuck, schnucks. Oh cool, ich habe die Implantatmodule nicht mitgenommen. Sounds like sounds like a. Do you the supply? But what? Go on. I can. Why t- I. Mander. Sounds like a pick. The but what? Go on. Wieso stirbt die denn auf einmal nicht mehr? Oh. Sounds like a pi- sounds like a white. Sounds like a nine nine zero five. Jesus, JC, that was Agent Navarre. She was out of line there about the execution, but oh my God, Manderly, what have you shot? We have to erase the log files. I don't like this, but I'll protect you this time. I guess you have to stand up for what you believe. Oh, Medipack hätte ich wieder nicht benutzen sollen, Idiot. Egal, weiter geht's. Aber jetzt habe ich wenigstens den Behälter, den ich vorhin vergessen habe. I guess. Alright. UNATCO has already occupied the airfield. Just go through the motions and report back to Liver. So, und nochmal zurück. Okay, die Man in Black und die Godzilla-Serie sagen mir aber nichts. See to the helipad. We know your brother was here. He is gone, but we will find him. Ja, Brother was hier. Ja, Brother was hier. Ja, Brother was hier. Okay. So. Und den dusseligen Weg nochmal laufen, weil man ja hin und wieder vergisst, die Dinge zu tun, die man tun. Oh, den wollt ihr nicht mitnehmen. So, da gucken wir nochmal kurz rein. Okay, ich kann nichts mehr machen. Also das Spiel sagt gerade so ein bisschen nö. Aber wir haben jetzt gerade zum Glück gespeichert. Keine Rückmeldung. Ah,
Ha, Bock auf ein bisschen unscharfen Kabelsalat unter meinem Tisch? Okay, jetzt ist hier wild am Synchronisieren. Okay. Crappy, aloha! Wir starten gerade das Spiel neu und ich muss auch mal ganz kurz meine Facecam verdecken. Dumme Rotznase, ey. Echt schlimm. Das ist das Schlimmste, das ist mit den nervigen Sachen, diese Rotznase. Und wenn jemand erraten kann, warum meine Nase pfeift, wenn ich meine Nase putze, kriegt nichts. Wappy, Glückwunsch! Stimmt, heute war ja Zauberkreis-Ausgabe an manchen Orten. Das heißt Ferien, oder? Zumindest Halbjahr, so also kurz, oder? Einfach nur Zeugnisausgabe und weiter geht's. Okay, Spiel, warum willst du jetzt nicht mehr so wie ich will? Nein, keine Ferienasse. Schade. So, Katze ist eh nicht da. So, hallo, hier bin ich wieder. Meine Nase ist wieder frisch. Das Spiel doch schon länger als 2,5 Stunden gespielt. Hallo? Ja, jetzt bin ich. Damn, ich Idiot! So. Play. Montag frei, kannst Super Bowl gucken. Das ist auch schon mal cool. Ja, Arbeitskollegen haben sich teilweise auch Urlaub Montag genommen, damit sie Super Bowl gucken können und nicht danach müde auf die Arbeit kommen müssen. Also, dann müssen wir mal kurz die Grafikeinstellung wieder einstellen. Okay, jetzt haben wir keinen Ton mehr. Und kein Bild mehr. Cool. Ne, Aleitung, das ist zu kompliziert. So schlimm ist es nicht. Es ist eigentlich ganz simpel, warum meine Nase pfeift. Okay. Elgato hat jetzt keinen Bock mehr, oder was ist da los? Deaktivieren. Ausblenden. Reagiert wieder null das Teil. Hm.
Ich muss kurz einmal. Oh Gott! Okay, nichts passiert. Cool, ist nichts passiert. Es geht. Ja, bei mir ist aber noch einfacher. Mit der Nase. Mit der Nosi. Ich versuche jetzt immer die Elgato vorher auszuschalten. Bevor ich hier die Bildeinstellung. So. Einstellung, Grafik. Irgendwas, guten Abend, Hallöchen, ich knie hier gerade so ein bisschen. Kommt gleich wieder hoch. Oh. Da ist irgendwie Action gerade. Schau dir das mal an. Wahnsinn, was da abgeht. Alexa, Wohnzimmer 50%. Krass, oder? Irgendwas, wie geht's hier? Wie war dein Tag? Ja, ich bin mal als Kind von einem Gartenhaus gesprungen. Und bin auf den Füßen gelandet, bin in die Knie gegangen und habe mir mit den Knie gegen die Nase geschlagen. Es war, ja, seitdem pfeife ich beim Naseputzen. Weiter geht's.